Willkommen zurück zu Professor Layton und die Maske der Wunder. Leute, ich hab's und es ist so unglaublich simpel. Den Pinguin nach links. Und dann müssen wir nur noch den Kaiserpinguin in die Mitte bringen. Das tun wir nämlich ganz einfach so. Wie denn auch anders? Oh Mann. So sollte es klappen. Das war ein wahres Vergnügen. Bald haben wir 1000 Pickerat. Ja, das ist schon hammerhart. Rutschtastig ist es dir gelungen, den Kaiser zu seinem Thron in der Mitte der Eisplatte zu führen, ohne einen einzigen seiner Lakaien an das Eiswasser zu verlieren? Ja, habe ich doch gemacht. Diese knifflige Aufgabe lässt sich in nur 5 Zügen lösen. Versuch es doch noch einmal, falls du mehr gebraucht hast. Das waren doch, oder? Waren das 5 Züge auf jeden Fall? War das so ziemlich eines der besten und vielleicht sogar der einzige? Weg? Ich versuche ja immer positiv zu denken, aber manchmal ist es echt nicht leicht. Aber übrigens, mir kam zu Ohren, dass die großen Tiere der Stadt schon den Tatort begutachtet haben. War Henry Ledore ebenfalls dort? Ja, ich glaube schon. Alle haben auf heile Welt gemacht, aber für mich sah das Ganze ziemlich gespielt aus. Und dann sind auf einmal alle aufeinander los und wollten sich gegenseitig die Schuld zuschieben. Oh, sind die Stadtverantwortlichen etwa nicht gut aufeinander zu sprechen? So könnte man es auch sagen. Egal, ich will nur, dass sie den Kerl schnappen und der Spuk bald ein Ende hat. Das wäre schon sehr gut. Gut, dann können wir jetzt endlich mal die Mutter von Ned Lyon finden, dass wir die los sind, oder? So, hier ist auf jeden Fall wieder eine Menge los. Zum Beispiel der Polizist, oder was ist da noch? Ja, der Polizist. Pass auf, Junge, mach mal ein paar Schritte nach links. Letzte Nacht hat sich genau hier etwas abgespielt. Sie waren doch nicht die ganze Nacht hier, oder? Das kann nicht sein. Was blabberst du vor dich hin? Oh, du verwechselst mich bestimmt mit einem meiner Kollegen. Wir sehen uns nur ähnlich, weil wir die gleiche Uniform tragen. Wie, aber sie sehen genau aus wie... Sie haben sogar die gleiche Nase. Lassen wir dem Wachmeister seine Arbeit nachgehen, Luke. Nichtsdestotrotz ist die Ähnlichkeit verblüffend. Auf den ersten Blick vielleicht. Man merkt das wahrscheinlich nicht sofort, aber ich bin der Tüchtigste. Härter als ich arbeitet niemand, jawohl. Die anderen sind doch alles nur blutige Anfänger. Nichts kriegen die zustande. Oh, einfach ein Rätsel. Ja, einfach, ja, natürlich. Bam. Ja, das ist geil. Ich mag das. Da musst du mal drauf kommen, ey. Peng, peng, peng. Ein Polizist übt sich im Zielschießen. Die Zielscheibe ist in Ringe eingeteilt, die von außen nach innen 5, 35, 40 und 75 Punkte wert sind, wobei die Mitte ganze 100 Punkte zählt. Nach 5 Schüssen hat er 100 Punkte erzielt. Wie oft hat der gezählte Hüter die einzelnen Abschnitte getroffen? Das ist ja wirklich eine Fangfrage. Das ist hinterlistig. Also er hat nach 5 Schüssen 100 Punkte. Was muss er dafür geschafft haben? Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass er 2x40 sind 80 und 4x die 5 geschafft hat. Da käme er auf 100. Aber es wären 6 Schüsse und keine 5. Sehr knifflig. Da kann man jetzt alle Möglichkeiten durchrechnen. Aber wie man auch auf 100 Punkte kommen kann, ist, wenn er einmal 100 getroffen hat. Wie wäre es hiermit? Dem wachen Geist entgeht keine Lösung. Tja, Volltreffer. Er traf ein einziges Mal in die Mitte der Zielscheibe und 4-mal daneben. Ja, und das ist der tüchtigste und beste und coolste und geilste. Nicht schlecht, Herr Specht. So wie ihr an das Rätsel rangeht, seid ihr nicht zum Spaß hier, wie? Vielleicht wisst ihr ja was über den gestrigen Vorfall, Nun, wir waren zwar zugegen, können aber leider nichts Nützliches über den maskierten Gentleman sagen. Der Karneval wäre auf seinem Höhepunkt. Was für ein Monster riskiert das Leben so vieler wehrloser Bürger? Ihm und seinen Spielchen sehe ich zu verdanken, dass die ganze Woche erst zu nachtschlafender Zeit heimkomme. Meine Frau ist schon ganz aufgelöst vor Sorge. Dabei wollten wir doch auch an den Festlichkeiten teilhaben. Ich habe mich so auf die köstliche Zuckermatte gefreut. Aber nein, da muss der Pflegel mit einem Strich durch die Rechnung machen. Da muss der Pflegel einem einen Strich durch die Rechnung machen. Was für eine Frechheit. Klingt sehr danach, als bräuchten sie mal wieder Urlaub. Ich hörte, dass sie bisher nur wenige Anhaltspunkte haben. Man hat eine Spezialeinheit einberufen, aber niemand weiß so recht, für was die... wer für was verantwortlich ist.
Nun, wenn wir auf etwas Aufschlussreiches stoßen, werden wir Ihnen es unverzüglich mitteilen. Sehr schön. Ja, ich meine, weiß ich, wenn er einen kandierten Apfel hauen kann, der ist noch besser. Na gut, ich schätze, es wird Zeit. Oder ist da noch jemand? Nee, da haben wir auf jeden Fall die Mutter von Boney. Muss das Mädchen nur diesmal hin? Da schaue ich einmal für eine Sekunde weg. Mami! Boney, wo warst du nur? Hatte ich dir nicht gesagt, dass du in der Nähe bleiben sollst? Ich habe mir den Clown angeguckt, mich umgedreht und schon warst du fort. Wir haben dich überall gesucht, Mami. Tja, wenn man nichts sieht bei der Ballonmütze, ist ja kein Wunder. Wir sind Ihrer Tochter wieder begegnet, wie Sie sehen. Ich danke Ihnen vielmals, der Herr, und entschuldigen Sie bitte die erneuten Umstände. Danke, Mann mit Hut. Hut tut gut. Boney ist eine veritable Entdeckerin. Vielleicht wird sie mal Archäologin, wer weiß. Ich selbst habe meine Eltern mal mitten in London verloren, als ich noch klein war. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ach wirklich? War das nicht erst letzte Woche in London, Luke? Kann sein, mir kommt das auf jeden Fall wie eine Ewigkeit vor. Wie auch immer, ich wollte sie gerade suchen gehen und plötzlich waren sie wieder da. Nun, da wir diese Angelegenheit bereinigen konnten, ist es an der Zeit, den Ledors einen Besuch abzustatten. Sollen wir zu den Ledors gehen, hä? Hä? Sollen wir? Wir gehen hin. Zurück zu den Ledors und mal gucken, dass wir auch wirklich alle, die wir da sehen, quasi schon mal hatten. Okay. Der Nasenbär. Hergehört. Sean Pauls Spielzeuge sind die besten der Stadt. Ihr wollt sie? Sean Paul hat sie. Bären, Dinosaurier, Häschen, Schweinchen, Autos, Lasterwagen, Traktoren, Loks und Weichen. Guten Tag, Sean Paul. Oho, sehen Sie nicht Emmys Begleiter? Schade, dass sie nicht dabei ist. Wie gefällt sie Ihnen hier so? Ausgezeichnet, danke. Montedor ist eine famose Stadt. Ach, und Luke hütet ihren Roboter übrigens wie seinen Augapfel. Wie schön, ein weiteres Spielzeug kann ich Ihnen leider nicht schenken, aber wie wäre es mit einem verspielten Rieselchen? Immer her mit den Sachen. Ah, das war nice. Kettenchaos 33. Diese bunte Kette besteht aus vielen einzelnen bunten Kettengliedern. Wenn man eines davon entfernt, kann man die einzige geschlossene Kette aus dem Durcheinander zaubern. Kreise den Buchstaben des Kettenglieds ein, der dafür entfernt werden muss. Also es ist eine Kette, Freunde. Wenn man ganz genau hinschaut, das sieht ja auch so, als würden zum Beispiel F und K zusammenhängen. Ist aber nicht der Fall. F zu A, zu B, zu C, zu I, zu K, zu L, zu J, zu E, zu D, zu G und wieder bei F. Und demnach stört einfach nur das H. Und nun der Moment der Wahrheit. Kein Rätsel ohne Lösung. 1000 Pickerad, das ist ja famos. Tada, da haben wir unsere Kette. Es ist H, aber eine Kette eines jedes einzelne Kettenglied mit zwei anderen verbunden. G und K haben allerdings drei Verknüpfungen, also muss H entfernt werden, um das Durcheinander zu lösen. So kann man es auch ausdrücken. Ha, mir war klar, dass Sie Gefallen daran finden. Sean Paul hat für jeden etwas auf Lager, sogar für Erwachsene. Das war ein exzellentes Rätsel. Haben Sie vielen Dank. Hey Professor, haben Sie gemerkt, dass Sean Paul ganz anders mit uns spricht als mit Emmy? Ja, Luke, das habe ich. Sagen wir lieber nichts davon. Wir wollen ja nicht sie aus der Fassung bringen. Ja, so ist das. Zum Glück war Emmy nicht da, weil sonst es hätte gar kein Ende genommen. Auch hier gibt's nichts Neues, also ab zur Villa. Ist Henry jetzt mal da oder nicht? So, Angela. Oder bevor es hier vielleicht noch... Irgendwas? Da ist eine Münze jetzt. Hä? Oh, Kuriosität. Gefangene Dame. Angela, raus mit der Sprache. Herschel, wie schön, dich zu sehen. Es tut mir leid, aber Henry muss unerwartet aufbrechen. Ich soll dich aber in sein Arbeitszimmer führen. Du darfst dich dort ganz nach Belieben umschauen, hat er gesagt. Hab vielen Dank, Angela. Ist denn alles in Ordnung? Aber ja, die üblichen Stadtgeschäfte nehme ich an. Wollen wir, Herschel? Zu Henrys Arbeitszimmer geht es hier entlang. Gewiss, bitte richte Henry meinen Dank für sein Vertrauen aus. Wie bedauerlich, ihn erneut nicht angetroffen zu haben. Ja, ich finde es auch schade. Leider ist er sehr beschäftigt, seit der maskierte Gentleman hier sein Unwesen treibt. Der Spagat zwischen dem Umgang mit der Polizei und dem örtlichen Ladeninhabern ist nicht einfach. Der arme Henry hat keinen ruhigen Moment mehr für sich, fürchte ich. Sehr mysteriös, dass der sich nicht blicken lässt, hä? Der alte Grießkram. So, dann gucken wir mal hier. Hä?
Oh, was für ein prächtiges Arbeitszimmer, Bücher, wohin das Auge blickt und kein einziges Staubkörnchen zu sehen. Nun, Henry ist recht penibel, was Ordnung und Sauberkeit angeht. Er findet das Aufräumen irgendwie beruhigend. Verstehe. Naja, wenn es ihm Spaß macht. Es muss einen rechten Aufwand bedeuten, ein solches Anwesen zu unterhalten. Beschäftigt die Hausangestellte? Ja, sicher. Trotzdem erledigt Henry das meiste. Wenn er unruhig ist, lenkt er sich eben gerne mit produktiver Arbeit ab. Da muss er ja ziemlich oft unruhig sein. Stimmt es, dass er Montedor aus dem Nichts erschaffen hat? Oh ja, es ist schon erstaunlich, wozu Henry fähig ist. War schon immer besonders, aber seitdem Randall... Entschuldigt mich bitte, schaut euch um, solange ihr möchtet. Ich bin hier, falls ihr Fragen habt. So, so, was es hier wohl gibt? Vasen sollten von allen Seiten gleich schön sein. Die hier glänzt so sehr, dass ich mich daran spiegeln kann. Puh, die sind sicher total wertvoll. Und der Teller ist ein Rätsel. Heilige Macaroni. Diese Teller muss ein Vermögen gekostet haben. Ist die Verzierung etwa aus Gold? Nicht anfassen, Emmy, sie machen ihn noch kaputt. Ein kaputter Teller wäre in der Tat unschön, wie auch in diesem Rätsel. Ach, das war aber einfach. Das ist einfach, ja. 34, was die Katze stahl. Es ist zum Mäusemelken. Nicht nur hat deine Katze 3 Teller vom Schrank geworfen, schlimmer noch, das unverschämte Tier hat sich auch noch eine der Scherben geschnappt und macht sich damit gerade aus dem Staub. Zu welchem Teller gehört das geklaute Stück? Wähle zwischen A, B und C. Ja, ganz klar kombinieren, also wenn man A sieht. Das linke Stückchen von A sehen wir unten in der Mitte, oder? Nee, doch unten in der Mitte, aber in der Mitte rechts. So, das oben rechte Stück von A sehen wir oben in der Mitte links. So, von A das untere Stück sehen wir ganz rechts. So, dann B, das obere linke Stück, sehen wir ganz oben links. Dann von B das untere große Stück sehen wir unten in der Mitte links. Und von B das rechte Stück sehen wir rechts da am Katzenschwanz. So, von C das linke Stück sehen wir... Ja, das linke und das rechte Stück sehen wir ganz oben rechts und ganz unten links. Nur das obere Stück von C, das fehlt und das hat die Katze im Maul. Dann wollen wir mal... Haben Sie gesehen, Professor? Ja, genau, das habe ich gesehen. Korrekt, das Stück gehört zu Teller C. Und nun los, schnappt die kleine Vandalin. Haben Sie wirklich gedacht, ich würde den Teller beschädigen, Professor? So ungeschickt bin ich gar nicht. Natürlich nicht. Aber rein vorsorglich sollten Sie vermutlich trotzdem etwas Abstand halten. Pah, also wirklich? Muss man dazu noch was sagen jetzt? Okay, was ist denn hier Spannendes? War die Maske eingeschlossen oder sonst irgendwie gesichert? Nein, sie hing an der Wand. Sie besitzen ein so kostbares Artefakt und lassen es einfach ungeschützt an der Wand hängen? Wieso nicht? Dies ist schließlich unser Zuhause. Außerdem glaubt der Henry, es würde Montedor Glück bringen, die Maske offen aufzubewahren. Verstehe, und wo waren du und Henry, als die Maske gestohlen wurde? Ich denke, dass wir zu dem Zeitpunkt des Diebstahls beide zu Hause waren. Jedoch hat keiner von uns etwas gehört oder gesehen. Aber gleich nach der Tat tauchte der maskierte Gentleman auf und begann mit seinen kranken Spielchen. Haben Sie eine Idee, wieso er der Stadt Böses will? Vielleicht handelt es sich um einen Spielsüchtigen, der Geld oder Land verloren hat und nur noch Rache sind. Oder um jemanden, der seinen persönlichen Groll hegt. Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand ein persönliches Ressentiment... Ressentiment gegen Henry haben könnte. Der wahre Grund muss Geld sein. Kohle, Kohle, Kohle. Was auch immer der Grund für dieses Verhalten ist, es rechtfertigt nicht die Unruhe, die in der Stadt angerichtet wird. Das gute Geld hat schon so manchen wahnsinnigen Aktionen verleitet. Was alle nur immer mit Geld haben, ist doch nur Papier mit Zahlen und berühmten Gesichtern bedruckt. Oh ja, der hat keine Ahnung, der Luke. Wie könnte er auch Ahnung haben? Auf Hochglanz poliert. Ups, ich habe schon Abdrücke hinterlassen. Warum sind Kaffeetische nur immer so niedrig? In einem solchen Ambiente nennt man dies einen Teetisch. Ah, Kuriosität, gewichtete Waage. Und eine Münze. Fast jedes Buch dieser Sammlung weckt mein Interesse. Barocke Architektur? Nee, das ist echt nichts für mich. Uff, selbst auf Zehenspitzen komme ich da nicht dran.
Schreibtisch. Der Schreibtisch sieht sehr aufgeräumt aus. Früher sah Henry stundenlang an diesem Tisch sitzen, doch in letzter Zeit ist er kaum mehr hier. Also hat Henry tatsächlich hier gearbeitet, richtig? Nun ja, meistens. Manchmal brütete er auch nur über diese Maske. Dieser grässlichen Maske. Hätte Randall sie doch nie gefunden. Sie hat uns alle auseinandergerissen. Dich, mich, Randall. Aber jetzt sieht es so aus, als hätte sie uns beide wieder zusammengebracht. Eine Ironie des Schicksals, nicht wahr? Eine Maske, die sowohl Freude auch als Leid mit sich bringt. Sie führte Randall ins Verderben und Henry zu seinem Erfolg. Ist es wahr, dass Mondadori nicht existieren würde, wäre Henry nicht auf die Maske und den Schatz gestoßen? Ja, das könnte man so sagen. Henry verwendete sein neu gewonnenes Vermögen, um ein kleines Gasthaus in der Mitte der Wüste zu eröffnen. Anfangs war alles noch sehr bescheiden, aber das änderte sich schnell. Menschen strömten herbei, Abenteurer, Geschäftsleute und bald auch Touristen. Man baute das Gasthaus aus und kurz danach sogar komplett um. Henrys kleines Hotelprojekt entwickelte sich zu einem beeindruckenden Erfolg. Der Rest ist Geschichte. Mondadori blühte auf und wurde zu dem, was es heute ist. Kaum vorstellbar, dass diese Stadt in nur 18 Jahren aus einem kleinen Gasthaus entwickelt haben soll. Für Henry hat Mondadori seine Existenz der Maske des Chaos zu verdanken. Sie hat das Leben vieler verändert, auf so unterschiedliche Art und Weise. Nun, Angel, Frau Lidor, besitzt die Maske des Chaos denn wirklich magische Kräfte? Derjenige, der sie entwendet hat, scheint sicherlich diese Auffassung zu sein. Fürwahr, das Motiv des Diebes ist für unsere Nachforschung von größter Bedeutung. Ich glaube, dass sich alle Puzzleteile zu einem Ganzen zusammenfügen werden, wenn wir den Misstäter entlarvt haben. Wer ist der maskierte Gentleman und was ist sein Anliegen? Eine gute Frage. Noch ein Gemälde? Dieses Gemälde zieht wirklich alle Blicke auf sich. Der Kontrast zwischen Grün und Blau ist faszinierend, oder? Der Anblick fühlt sich, ich weiß nicht, gut an, einfach gut. Tja, das wär's soweit, oder? Angela, hat außer dir und Henry noch irgendjemand anderes diesen Raum betreten? Nun, den Angestellten gewährt Henry keinen Zugang zu seinem Arbeitszimmer, aber Besucher bringt er manchmal hierher. Er empfängt sie nicht im Foyer? Nein, er führt sie hierher, wenn es nicht besonders wichtig ist. Oder damit niemand hinhört. Mithört. Ich verstehe. Also hält sich niemand ohne Henrys Gesellschaft in diesem Zimmer auf. Ist das korrekt? Ja, das stimmt. Ich glaube nicht, dass ein Gast der Dieb sein könnte. Nicht, dass wir in letzter Zeit viele Gäste empfangen. Unsere Türen sind stets verriegelt, also wird der Schuldige durch ein Fenster eingestiegen sein. Dafür muss man schon ziemlich sportlich sein, aber es würde allemal zum Stil unseres maskierten Maskenmanns passen. Zweifellos. Ich frage mich, wer wohl nach jeder Maske trachten würde. Hast du irgendwelche Vermutungen, Herschel? Nun, höchstwahrscheinlich lebt der maskierte Gentleman hier in der Stadt. Er könnte ein ganz gewöhnlicher Einwohner sein und sich unter dem Deckmantel einer ebenso gewöhnlichen Existenz verstecken. Meinst du wirklich? Angela, ich frage mich, wer in Mondadori würde von dem Trubel der letzten Tage profitieren? Wer? Nunmehr fällt spontan niemand ein, dem dieser Wahnsinn zugutekommen würde. Kennst du vielleicht jemanden, der einen Groll gegen Henry hegen könnte? Jemanden, mit dem er in der Vergangenheit finanzielle Unstimmigkeiten hatte? Die einzige Person, die nicht gut auf Henry zu sprechen ist, ist wohl Dalston. Dalston? Alphonse Dalston, meinst du? Diesen Namen habe ich schon mal gehört. Ja, Herschel, genau den meine ich. Dalston ist ein ehemaliger Freund aus Stansbury, Luke. Dalston und Henry besitzen zusammen fast ganz Mondadori. Seit Jahren konkurrieren sie miteinander. Ich glaube, sie hatten sogar mal einen Streit über Grundstücksrechte. Es ging um ein oder zwei Hotels. Es würde mich nicht überraschen, wenn Dalston Henry sabotieren würde. Du kennst ihn ja, Herschel. Ja, ich kenne ihn. Jedoch sehe ihm eine solch theatralische Vorführung gar nicht ähnlich. Nun, hinzu kommt der Umstand, dass Dalston Vorwarnung von Seiten des maskierten Gentleman erhalten hat. Er ist der einzige Bewohner von Mondadori, der außer Henry gewarnt wurde. Ich will ja keine haltlosen Verdächtigungen anstellen, aber ist es nicht seltsam, dass Dalston über eine solche Verbindung zum maskierten Gentleman verfügt? Also ich finde das verdächtig. Was meinen Sie, Professor? Es ist ungewöhnlich, in der Tat. Jedenfalls rechtfertigt es eine eingehende Untersuchung. Gehen wir und sprechen wir mit ihm. Falls ihr Dalston aufsuchen möchtet, sein Haus befindet sich westlich eures Hotels. Aha, dann ist es wohl Zeit zu gehen. Oder hattest du noch irgendwas zu schwätzen, wenn ich jetzt was frag? Aber nicht alles nochmal, bitte.
So komisch es auch klingt, Herschel, aber die Maske hat uns wieder zusammengeführt. Ja. Komm, wir machen die Biege und machen die Fliege. Ich schwätze mir ja den Mund fusselig hier. Aber anderswo wird's nicht anders sein. Ist auch gut so. Das ist dieses Spiel. Da haben wir wieder Nils. Was macht der denn hier vor der Mauer der Villa? Hallo, Nils? Hallo, Vina, wie geht's? Danke, gut. Und wie ist dein Befinden? Ach, ich zerbreche mir den Kopf. Die Vorstellung eines friedlichen Montedor ist illusorisch, wenn ihr mich fragt. Ich kann es regelrecht fühlen, welche enorme Machtkämpfe im Hintergrund wüten. So, hast du denn konkrete Hinweise, die dich zu dieser Annahme verleiten? Möglich, aber nichts ist umsonst, außer Wünsche und Träume vielleicht. Löst mein Rätsel und dann sehen wir weiter. Was ist denn jetzt schon wieder los? Rätsel 35. Die Wirtin legt 5 Kronkorken auf die Theke. Bei allen zeigt die Seite mit dem Stern nach oben. Sie schließt die Augen und dreht die Korken wahllos um, wobei sie bei jedem Umdrehen mitzählt. Nachdem sie bis 25 gezählt hat, verdeckt sie flink einen der Kronkorken, blickt in die Augen und fragt, na, zeigt der Stern nach oben oder nicht? Oben siehst du, wie die anderen Korken liegen. Kannst du ihre Frage beantworten? Das kann ich in der Tat. Also sie hat 25... Warte mal, nochmal gucken. 25? Ja, richtig. 25 ist eine ungerade Zahl und bei ungeraden Zahlen liegt also quasi die Münze in dem Falle, die Münze der Kronkorken immer nach oben und bei geraden Zahlen müsste unten liegen. Wenn es gleichmäßig ist. Also die anderen liegen ja links neben dran. Kann man auch zu Hause nachmachen, einfach mit einer Münze. Ihr schnappt euch 5 Münzen, legt die nebeneinander und dreht die, keine Ahnung, 25 mal um und dann könnt ihr es auch lösen, dass die Lösung halt B ist, dass der Kronkorken quasi so liegt, dass man den Stern nicht sehen kann. Wie wäre es hiermit? Dem wachen Geist entgeht keine Lösung. Das hast du famos gemacht. Ganz richtig, der Stern zeigt nach unten. Bei einer ungeraden Zahl an Zügen steigt... Bei einer ungeraden Zahl an Zügen zeigt stets eine gerade Anzahl an Sternen nach oben. Umgekehrt ist es bei einer geraden Zahl an Zügen. Da 25 eine ungerade Zahl ist, kann es neben den 2 bereits offenliegenden Sternen keinen weiteren geben, der nach oben zeigt. Der Stern auf dem verdeckten Korken zeigt also nach unten. Sage ich doch. Manchmal klingt es irgendwie komplizierter, als es in Wirklichkeit ist. Man muss es nur irgendwie im Kopf auf die Reihe kriegen. Eine Hand wäscht die andere. Ihr habt euch meine Aufgabe gestellt, also will ich euch in mein Wissen einweihen. Nun, euch sind die Lidors bekannt, oder? Und ihr wisst, dass sie Montedor gegründet haben, nicht wahr? Angeblich haben sie diese Stadt mit einem Vermögen aufgebaut, an das sie durch eine Schatzjagd gelangt sind. Dann ist da noch Dolzen, der in den letzten Jahren einige Hotels erbaut hat und ebenso wenig am Hungertuch nagt. Und plötzlich scheint so ein Psychopath auf der Bildfläche, der mit seinen Wundern den Besitz der Lidors attackiert. Jeder halbwegs intelligente Mensch zählt hier noch 1 und 1 zusammen. Ihr versteht, was ich meine. Du meinst wohl, dass Dolzen der erste Nutznießer ist, wenn das Geschäft der Lidors Schaden nimmt? Sehr scharfsinnig, der Herr. Ermittelt den wahren Parasiten hinter all dem Wirrwarr und ihr habt euren Maskenmann. Du glaubst also, dass Alphonse Dolzen der maskierte Gentleman ist, richtig? Tja, aber wer noch ein bisschen mehr Grips in der Birne hat, weiß, dass Dolzen ein paar Kilo zu viel drauf hat und der maskierte Gentleman ein dünner Habich ist. Kann also nicht sein, aber... Unendlich sicher kann ich mir da natürlich nicht sein. Aber es würde nicht schaden, Dolzen damit zu konfrontieren. Tja. Dann tun wir das. Wir haben ja gehört, dass das Gebiet von Dolzen, das Hotel von Dolzen ist westlich von dem Hotel Bourdieu, wo wir drin waren. Aber da sehe ich auf einmal die Asiatin. Was ist denn jetzt schon wieder? Hallo, da sind sie ja wieder und ihren Zylinder haben sie auch dabei. Und sie sehen aus wie ein echter Gentleman. Oh, vielen Dank, gnädige Frau. Ich leide mich nur so, ich versuche auch einer zu sein. Ich hörte, dass Gentlemen wie Sie dem Lösen von Mysterien jeglicher Art nicht abgeneigt sind. Ist das wahr? Darf ich Sie zu einem Test unterziehen? Und her damit. Ich nehme alles, was geht. Rätsel Muttis Donuts. Eine dreiköpfige Familie hat ihren alten Wohnwagen zum fahrbaren Donutladen umgebaut. Besonders die Donuts in 4 Farben sind sehr gefragt. 12 Donuts liegen im Moment aus, 3 davon hat die Mutter gemacht. Und das soll man mit bloßem Auge sehen können. Welche Donuts sind die von Mama?
Die Glasur auf den Donuts ist beiden Seiten übrigens dieselbe. Man soll also bei den Donuts der Mutter, die hat auf beiden Seiten die Glasur dieselben. Und gegenüber liegen sich Schoko und diese weiße, die weiße Glasur halt. Und das ist bei folgender Fall. Schoko und Weiß liegen sich hier, hier und hier gegenüber. Dann wollen wir mal sehen. Eine famose Rätselaufgabe. Auch hier muss man einfach nur verstehen, was gemeint ist. Korrekt! Mutti hat den zweiten, den neunten und den letzten Donut gemacht. Wenn man genau hinsieht, erkennt man, dass die Glasuren der 12 Kringel verschieden aufgetragen wurden. Dann braucht man nur noch genau 3 Stück zu finden, die nicht zu den anderen passen. Und die Sache ist klar. Jupp. Genau wie ich dachte, Gentlemen sind einfach Fanat in Rätsel. Um auf die versteinerten Leute zurückzukommen, hat unser Mann die Opfer mit seinem Blick verwandelt? Seinen eigenen Worten zufolge war es ein Wunder. Ich für meinen Teil glaube nicht an solch esoterische Phänomene. Tja, da wird die Polizei wohl ordentlich zu knobeln haben. Aber sie scheinen mir eine von den schlauen Sorte zu sein. Sie werden unseren Polizeidebütanten sicher zuvorkommen. Na dann, ich hoffe mal, sie halten unseren Maskemann auf, ehe er die ganze Stadt in Stein verwandelt. Wir werden unser Möglichstes tun. Spitze, dann werde ich sie auch nicht weiter aufhalten. Wiedersehen! Gucken wir ganz kurz noch, ob auf den Gebieten jetzt nach Angela nochmal jemand hinzugekommen ist. Da haben wir nur Pirouette, die wir schon mal hatten. Da ist der Polizist. Achso, das ist nur hier das Zoomen. Da ist, glaube ich, auch nichts mehr. Glücklicherweise nicht. Dann begeben wir uns jetzt noch weiter in Richtung von Dalstons Hotel. Das war nämlich in dieser Richtung der Fall. Hier mal den Frankie. Was wir machen könnten, wäre mit der Ollen hier nochmal zu schwätzen. Das haben wir auch nicht gemacht. Also, raus damit! Och, da seid ihr ja wieder. Wie kommt ihr denn so voran im Montedor? Wir machen stetig Fortschritte, Madame. Danke der Nachfrage. Oh, ich bin sicher, dass ihr schon weiter seid als unsere Polizei. Vor lauter Bäumen sehen diese Laien ja den Wald nicht. Ihr Touristen hingegen habt einen ungetrübten objektiven Blick auf die Dinge. Da fallen euch auch Kleinigkeiten auf, die bequeme Alteingesessen nur zu gern übersehen. Wir Touristen? Sie meinen, wir sollen uns so verhalten, wie wir es bisher getan haben, korrekt? Also Rätsel lösen, Hinweismünzen sammeln und dergleichen. Ach wo, ich meine, amüsiert euch, mischt euch unter die Leute, besucht ein Pferderennen, geht zur Kirmes. Können wir das wirklich machen, ohne unsere Nachforschung zu unterbrechen? Der maskierte Gentleman hat auf die Massen abgesehen, also tümmelt euch dort, wo man viele Menschen antrifft. Das klingt einleuchtend, denke ich. Aha, gar nicht. Ja, doch, schon. Aber, komm, alte Schabracke, lass mich in Ruhe. So. Ach, guckt euch den an. Was ist denn das für ein Spezialist? Ja, setze niemand auf Schwarz, niemand auf Schwarz, von soll ich endlich begreifen. Naja, bis zum Wochenende gibt's dann wohl nur Brot mit Dosenbohnen. Verzeihen Sie, der Herr, wir sind auf der Suche nach Hinweisen, die uns zum maskierten Gentleman führen. Könnten Sie möglicherweise ein bisschen Ihrer Zeit entbehren? Also, wenn ich mir über diesen Kasper wüsste, würde ich die ausgesetzte Belohnung, hätte ich längst selbst eingesackt. Aber wenn ich wetten dürfte, so würde ich sagen, dass er bloß ein armer Tropf ist, der Pech im Spiel hatte. Ein niederträchtiger Bösewicht ist auf freien Fall. Glauben Sie das wirklich? Stell dir Folgendes vor, ein armer Slucker verliert im Casino seine ganzen Ersparnisse. Was passiert, weil es ihm einfach vorbestimmt ist? Er kann nichts, aber auch gar nichts dafür. Wir sprechen doch immer noch vom maskierten Gentleman, nicht wahr? Moment, denken Sie, da verwandelt jemand Menschen in Statuen, nur weil er ein paar Wetten verloren hat? Das ist eine mögliche Theorie, klar. Aber macht einfach keinen Sinn, das Pferd ist so. Ach, vergesst es einfach. Einen Augenblick bitte. Was meinten Sie mit den Pferden? Wenn ihr wirklich denkt, diese Infos sei umsonst, dann habt ihr euch aber heftig geschnitten. Löst erst dieses Rätsel. Was für ein Spaten, ey. Okay. Die Roulette-Regel. Ah, das ist... Bei dieser edlen Roulette-Scheibe geht irgendetwas nicht mit rechten Dingen zu. Die Kugel landet nicht zufällig in den Fächern, sondern scheint ihr Ziel nach einer bestimmten Regel auszusuchen. Bei 5 aufeinanderfolgenden Spielen gewinnen folgende Zahlen. 10, 9, 8, 5 und 3. Wo landet die Kugel als nächstes? Ja. Kopfzerbrechen, Freunde. Pass mal auf,
10? Man kann viele Möglichkeiten rausfinden. Da bin ich auch nicht auf Anhieb drauf gekommen, gebe ich zu. 10 und jetzt tut mal. Oder war das so? 10. Und jetzt zählen wir mal die 10 im Uhrzeigersinn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Komm ich auf die 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie war das nochmal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gegen den Uhrzeigersinn. Also wenn man von der 10 gegen den Uhrzeigersinn liest, kommt man auf die 9. Wenn man jetzt von der 9 gegen den Uhrzeigersinn liest, dann kommt man auf die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Auf die 8. Also immer die Anzahl der Zahl, der die Zahl war. Von der 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Auf die 5. Von der 5. 1, 2, 3, 4, 5. Auf die 3. Und von der 3 auf die 1, 2, 3. Auf die Nummer 6. Das heißt, als nächstes kommt die Nummer 6. Nur ein kleiner Kunstgriff. Durchaus fordernd, das will ich zugeben. Das grenzt ja schon fast an Trickbetrug. Die Kugel wandert immer um genauso viele Felder gegen den Uhrzeigersinn weiter, wie ihr aktuelles Fach anzeigt. Die 12 fehlt auf der Scheibe. Würde die Kugel nämlich auf der 12 landen, so wäre die nächste Zahl ebenfalls 12 und die übernächste und so weiter. Böse, böse. Aber wie das möglich ist, so rein physikalisch, das weiß ich nicht. Erst jetzt. Erst geht mein ganzes Gehalt dieser Woche flöten, jetzt muss auch noch die einzige wertvolle Info rausgeben, die ich habe. Mann, oh Mann, oh Mann. Bitte, Verehrteste, was erwähnten Sie da über Pferde? Und in welcher Verbindung steht Ihre Aussage zu dem maskierten Gentleman? Angeblich konnte man zu dem Zeitpunkt, als der Maskenmann auftauchte, einen Reibach mit Pferdehandel machen. Und das war auch schon alles, was ich weiß. Wenn ihr mich jetzt gnädigst entschuldigen würdet, ich habe Parkbänke noch Kleingeld abzusuchen. Wieso denkt er, dass diese Information von Bedeutung sei? Hat er etwa auch auf Pferde gewettet? Möglicherweise hat es mit dem Vorfall zu tun, bei dem Menschen in Pferde verwandelt wurden. Richtig, das hatte ich ja schon ganz vergessen. Oh Mann, was für ein Spezialist, was für ein Kandidat. So, Hotel Bordeaux. Dolzens Anwesen sollte von hier aus im Westen liegen. Ich weiß nicht, ob ich schon rübergehen sollte. Weil ich will die Zwischensequenz in der Tat. Ich speichere mal kurz ab. Ich will nämlich die Zwischensequenz starten. Also den nächsten Part mit der Zwischensequenz starten. Nur ich weiß nicht, ob wir schon direkt bei seinem Hotel sind. Nee, eben noch nicht. Uha. Aha, dies muss der Zirkus sein. Dem Direktor sind wir bereits vor unserem Hotel begegnet, wenn ich mich nicht irre. Oh, können wir hineingehen und die Vorstellung anschauen? Luke, darf ich dich daran erinnern, dass wir nicht zum Spaß hier sind? Wir befinden uns mitten in einer Ermittlung. Das weiß ich doch. Hier am Stadtrand fühlt man sich gleich wie in einer anderen Welt. Finden Sie nicht auch, Professor? Gewiss, die Wüstenlandschaft ist beeindruckend. Ich glaube fast, dort hinten eine alte Ruine zu erspähen. Oh stimmt, das ist ja toll. Diese Region zeichnet sich gerade durch die zahlreichen Überreste antiker Bauwerke aus. Überaus fasziniert, möchte ich meinen. Oh, ein Geheimnis. Mal wieder nach ewigen Zeiten. Montador mag eine relativ junge und damit architektonisch sehr moderne Stadt sein, doch findet man vereinzelt Spuren von einer frühgeschichtlichen Zivilisation. Woher diese wohl stammen? Das Wüstenareal ist für seine Ruinen bekannt, die man dort einst fand. Sicher lässt sich hier auch so manches Artefakt finden. Wir können weitermachen. Aber schweifen wir nicht weiter ab. Wir geben uns lieber rasch zu Dolzens Anwesen. Das können wir jetzt in der Tat tun. Aber wir checken mal hier ab, was es hier gibt. Da hinten sind die Ruinen, ne? Ist das ein Stein oder ein Baumstamm? Für mich sieht es nach den Überresten eines antiken Bauwerks aus. Irre, aus welcher Zeit sie wohl stammen? Wer der Professor Layton ist, der stammt schon, der ist schon uralt. So. Da haben wir eine Münze oben drauf. Da war was. Noch eine, sehr gut. Ein reizendes Zirkuszelt. Ob dort die Clowns aus der Stadt mitarbeiten? Zirkus ist toll, nur die Clowns machen mir manchmal Angst. Oh Gott, wer von euch hat Angst
Gab's als Kind vor Clowns oder vor Nikolaus? Ist ja furchtbar. Und du, Spezialist? Hallihallo, war der schon im Zirkus? Die haben sogar einen Tiger, einen weißen, der ist klasse. Seine Zaubershow haben sie auch. Die ist viel besser als die blöden Tricks vom maskierten Gentleman. Oha, glaubst du denn, dass die Wunder des maskierten Gentleman nur Blendwerk sind? Klar doch, nur Kinder glauben noch an sowas. Bei den Possenreiserfällen doch ein... folgt doch ein Zauber... Ein fauler Zauber nach dem anderen. Naja, vielleicht. Es könnte aber auch mehr dahinter stecken. Auf dieser Welt gibt es so viele ungeklärte Mysterien. Ha, ich sage euch jetzt mal einen Spruch, den könnt ihr euch hinter die Löffel schreiben. Kein Rätsel ohne Lösung. Toll, oder? Den hat mein netter Mann im Hotel gesagt. Hier, probiert's doch gleich mal aus. Tja. Oh nein. Das war in der Tat ein bisschen... Banane. Der Lehrer fragt einen Schüler. Diese fünf Formen wurden alle aus zwei L-förmigen Papierteilen gebildet. Keine ist durch Drehen oder Spiegeln einer anderen entstanden, aber alle fünf haben eine Gemeinsamkeit. Kannst du mit diesen zwei L-Stücken eine Figur legen, die ebenfalls dieses Merkmal ausweist? Verschiebe und drehe die Teile mit, lege eine sechste Form, welches das mysteriöse Merkmal der andere teilt. War das so? Ich hab's einfach gedreht, bis es irgendwann richtig war. Das erkennt es nämlich automatisch, glücklicherweise. Fast, ne? Das ist nämlich so eine Art Treppe. Oder? Warte. Nochmal drehen. Ja, haben wir es gleich. Ja, nicht ganz? Nee. So ist es. Dann wollen wir mal sehen. Eine famose Rätselaufgabe. Und was die Gemeinsamkeit ist, sehen wir jetzt hoffentlich. Ganz famos. Alle Formen stellen aufgefaltete Würfel dar. Deshalb würde jede Lösung übrigens auch gespiegelt funktionieren. Okay, ja stimmt, diese Würfel, die... wer kommt auf sowas? Na, ganz ernsthaft. Jedes Rätsel hat eine Lösung und jeder Zaubertrick lässt sich logisch erklären. Finde ich jedenfalls. Wenn man aus dem Hotel aber meint, die Wunder des Scharlatans seien echt. Was sagt man dazu? Jedes Rätsel birgt eine Lösung in sich. Nur man muss sich manchmal vom Rätsel lösen, um es zu lösen. Ich verstehe nur Bahnhof. Naja, Erwachsene und ihr Geschwätz. Das ist zu hoch für mich. Ha, gräme dich nicht. Bestimmt wirst du mal ein ganz vortrefflicher Rätselkünstler. Okay, damit können wir endlich zu Dalston gehen. Wisst ihr, der Dicke aus Laytons Vergangenheit, was ist mit ihm jetzt? Ist er der maskierte Gentleman? Auf jeden Fall wird es mordsinteressant bei ihm. Weiter geht's im nächsten Part. Nicht verpassen, Freunde. Wenn's gefallen hat, Daumen hoch. Und dann sehen wir uns wieder dann. Also, Freunde, bis dann und ciao.